Hey, yo, Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Ja, Freunde, ich bin gerade unterwegs und möchte ja so einen kleinen Smalltalk mit euch halten. Ich bin gerade von der Arbeit los. Wir haben jetzt kurz nach drei und ja, mal gucken, was der Tag heute bringt. Ich kann auch heute wahrscheinlich gar kein Video drehen, wo ich irgendwie schraube. Das Video von vorgestern mit dem Puppel Astra F ist ja bei euch recht gut angekommen. Danke für den ganzen Support in Form von Kommentaren. Da ist ja wirklich viel gekommen. Und auch die Spekulanten, denen danke ich auch, weil die erzeugen immer so ein bisschen, ich sag mal, für Gesprächsstoff in den Kommentaren. Und ich kann euch alle beruhigen, der Opel Astra, der steht einfach so jetzt da, weil ich auf den CO-Tester warte. Ich hatte keinen mehr auf Lager oder sowas, deswegen habe ich das ganz fix bestellt an dem Tag noch, um hier die Gewissheit zu haben, dass mit der Zylinderkopfdichtung alles wirklich okay ist, weil es wäre zu schade, jetzt Flüssigkeiten zu tauschen und dann im Nachhinein den halben Kopf wieder auseinanderzunehmen. Wenn wir Öl und Kühlflüssigkeit einfüllen, dann läuft es zwangsläufig wieder aus. Deswegen ist es Quatsch und Öl weniger, aber trotzdem die Kühlflüssigkeit zumindest. Das wird jetzt kommen. Ich hoffe, morgen ist das Paket da und ja, ein weiteres Paket ist heute gekommen. Ich habe Benachrichtigungen bekommen. Es ist ein weiteres Android-Radio gekommen und zwar für unseren Kangoo. Und Thema Kangoo, da werden wir auf jeden Fall auch jetzt schnellstmöglich weitermachen. Aber ich habe jetzt ganz, ganz wichtige Sachen zu tun, weil das Sommerfest gestaltet sich, kleiner Tunnel, gestaltet sich halt etwas problematisch. Warum? Da werden aber noch, wird noch ein Video von mir kommen, Freunde. Ich habe die Sonnenbrille auf, aber ist ja egal. Es ist halt so nicht. Das Sommerfest ist abgebrochen, Freunde. Das Sommerfest wurde abgebrochen vom Veranstalter. Irgendwas ist da wohl passiert, keine Ahnung. Es findet auf jeden Fall nicht statt, aber ich bin dran. Glaub mir, alle Seile ziehe ich gerade. Ich bin dran und wir werden auf jeden Fall ein Sommerfest in einer anderen Art und Weise machen, durchführen. Wir werden ein Treffen auf jeden Fall noch machen, Freunde. Das habe ich ja euch versprochen. Und deswegen bin ich gerade auch dran, eine Halle zu mieten. Beziehungsweise eine Location nur für uns. Da wird es auch etwas geben für die Familie. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Kommt. Weiter geht's. Kangoo, wie gesagt, das wird kommen. Und morgen, Freunde, ultra krasses Video wird kommen. Ich werde morgen einen Wagen haben. Innerhalb der Familie gibt es ein Auto, einen Golf Plus. Der hat extreme Probleme. Ich wollte das eigentlich schon bei meinem Auto machen. Das ZMS wechseln, das zwei Massensprungrad, wird bei meinem Passat extrem Zeit. Man hört so leichte Anzeichen, wenn er kalt ist. Deswegen, das wollte ich machen. Tja, was ist? Der Golf Plus muss eher dran. Der Golf Plus macht gar nichts mehr. Also sprich, er fährt wirklich nur noch minimal. Die Kupplung ist total verschlissen. Überhaupt kein Kraftschluss mehr vom Getriebe zum Motor. Und deswegen muss das erledigt werden, ganz dringend, dringender definitiv als mein Auto. Also Golf Plus, ich glaube, der ist Baujahr 2009. Habe ich ein Set bestellt von Sachs, ist gestern gekommen. ZMS plus Kupplung plus Ausrücklager. Ja, 5 Gang manuell Getriebe und da werden wir, 2 Liter Maschine ist das, Golf Plus wie gesagt. Und da werden wir auf jeden Fall morgen beginnen, die Sache zu tauschen. VW selber setzt hier für die Arbeit circa, ich lasse mich nicht lügen, mit 2 Mann natürlich, circa 4 Stunden an, 3 bis 4 Stunden. Ein Geübter eigentlich, wenn man es so sieht, ein Geübter, der das wirklich öfter mal macht, kriegt das auch in 1,5 Stunden hin, zu zweit. Ich setze mir hier ein Zeitlimit, ich sage jetzt mal inklusive Filmen, das ist ja auch ein Zeitfaktor, den man nicht außer Acht lassen darf, inklusive Filmen von 5 Stunden an, 5 bis 6 Stunden. Und das sehe ich auch realistisch, weil ich habe auch keine Hebebühne in der Form, dass ich das Auto komplett hochfahren kann. Motorbrücke benutze ich auch nicht, wäre auch an dieser Stelle eigentlich angebracht, weil wir ja den Motor auf der Getriebeseite runtersacken lassen und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Zahnriemen mache, ihr wisst ja, oder auch ihr zu Hause, dann nimmt man einen Wagenheber, den man unten stützt. Ich benutze ja immer dafür dann den Holzbalken zur Stütze, damit die Ölwanne nicht beschädigt wird oder so. Kann man natürlich auch für die andere Seite auch machen. Da muss einiges gemacht werden auf jeden Fall. Ich gucke mal, wie ich das am besten manage. Und vielleicht ist mein Bruder dabei als Unterstützung, damit er filmen kann und sowas, damit ich ein bisschen hier die Sache besser für mich auch vom Ablauf her gestalten kann. Ist es halt eine Schweinearbeit. Man muss von oben sehr viel demontieren und Batteriekasten, Getriebehalter muss oben ab.
die Seilzüge für die Schaltung, also für die Kupplung und sowas alles, das muss abgenommen werden. Dann müssen oben schon ein paar Schrauben abgenommen werden von der Glocke. Dann geht es unten natürlich weiter. Unten müssen die Räder ab, dann muss Antriebswelle beidseitig ab, dann muss das Ganze, wahrscheinlich muss ich auch das Federbein halb lösen, damit ich das Ganze ein bisschen zur Seite kippen kann. Dann auf jeden Fall kommt noch die Geschichte mit dem, lasst mich nicht lügen, Getriebe, dann muss die Glocke ab, Anlasser muss wahrscheinlich ab, also die Glocke dann ab, dann muss das ganze Getriebe runtergehievt werden, ich weiß nicht, wie viel das wiegt, 80 Kilo oder was. Dann muss natürlich schlussendlich auch das alles eingebaut werden, die Kupplung rein, ZMS rein, Ausrücklager, das Getriebe, die Glocke von innen säubern, ist natürlich hier an dieser Stelle angebracht, weil natürlich durch die Kupplung viel, wie bei einer Bremsscheibe oder Bremsklötzen, entstehen halt viele Ablagerungen, die innerhalb der Glocke sich dann halt irgendwo da festbeißen. Und das Ausrücklager sollte schon freigängig sein. Das kann natürlich dazu führen, dass das Ausrücklager stockt, womöglich, oder halt hängen bleibt und oder hakt, wie auch immer. Und da muss man auf jeden Fall, oder schwergängig wird, dass man die Kupplung so schwer treten muss. Ist halt ein Manuellgetriebe. Dann will ich aber auf jeden Fall auch das Ganze an meinem Fahrzeug durchführen. Mein DSG-Getriebe bzw. mein 2-Massenschwungrad hier an diesem Fahrzeug, ich tippe mal, es ist immer noch das erste, muss auf jeden Fall auch gewechselt werden. Und ich habe ja mittlerweile schon fast 283.000, um genau zu sein, 283.000. Der Hersteller, also VW, Volkswagen, sagt ungefähr, hält so ein ZMS 200.000 Kilometer und dann muss es gewechselt werden. Ist bei mir auf jeden Fall, hat also überdimensional länger gehalten oder über dem Durchschnitt länger gehalten. Liegt natürlich auch an der Fahrweise, wenn man im Kalten und so Getriebeöl, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Wenn man auf solche Dinge achtet, natürlich, oder auch Getriebeöl regelmäßig wechseln, dann finden an dieser Stelle kaum Kräfte statt, die halt durch Mangelschmierung auf das 2-Massenschwungrad einschlagen, auf gut Deutsch gesagt, und dadurch hält natürlich auch so ein Bauteil länger. Gut, wie auch immer, auf jeden Fall müsste das alles gemacht werden. Morgen wird ein krasser Tag. Dann natürlich ganz wichtig, am 17. ist die Neueröffnung. Da bin ich auch am Start. Wer also Lust und Laune hat und zufällig auch da ist, kann mich da treffen. Wir können zusammen Käffchen trinken, Kinder mitbringen. Ganz wichtig. Phantasialand, ein LKW, habe ich ja noch nie gesehen. Ja, stehe hier ein bisschen im Stau, wie typisch, wieder für Dortmund. Aber ich habe gesehen, in Hamburg und so ist es noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall freue ich mich drauf und heute wieder ein schöner sonniger Tag. Ich hoffe, das Wetter ist morgen auch gut, weil gestern war es nur am Regnen. Deswegen habe ich gestern auch kein Video hochgeladen. Ich werde mal die Klimaanlage anmachen, wird langsam doch warm hier drin. Wird auf jeden Fall sehr, sehr angenehm werden, wenn das Wetter sich so hält. Es weht ein leichter Wind, aber auch nicht zu viel, sodass die Kamera, der Ton beeinträchtigt wird, und deswegen fürs Arbeiten, finde ich, ist es optimal. Ja, mit unserer Hebebühne können wir das Ganze auch gestalten. Danke dafür. Wird auf jeden Fall leichter ausgehen, als wenn ich jetzt hier mit dem Wagenheber links, rechts und Stellböcken anfange, ein Getriebe auseinanderzunehmen. So kann ich es mir leichter, kann ich die Arbeit leichter gestalten. Jo, gibt es noch etwas zu sagen? Freunde, wir haben lange schon kein Frage-Antwort-Video gemacht. Wenn ihr mal wollt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mal sowas wieder machen soll. Inspiriert von JP. Ich habe noch das in den Trends das Dings gesehen, weil der macht ja immer Freitags-Frage-Antwort. Ich dachte mir, hö, könntest du mal deine Zuschauer fragen, ob die auch mal wieder eins wollen. Ja, Freunde, wir steuern auch schnurstracks die 18.000 an. Vielleicht zum Fan-Treffen haben wir 20.000 und dann machen wir ein richtiges Special innerhalb der Räumlichkeiten. Also da bitte ich euch natürlich auch drum, zahlreich teilzunehmen. Kommt vorbei. Ich würde mich echt freuen, ganz viele von euch kennenzulernen, persönlich mal kennenzulernen, mit den Leuten mal ein Käffchen zu trinken. Für den einen oder anderen ist natürlich vielleicht der Weg, hier einen Kompromiss zu sagen, ich kann es nicht. Nehme ich auch keinem übel. Klar, wenn die Strecke exorbitant groß ist. Aber wir werden natürlich auch schauen, dass ich so ein kleines Programm für euch gestalte, dass ich in so einen Programmablauf kreiere und wir natürlich an diesem Tag ein schönes, geiles Treffen veranstalten, wo man wirklich so ein richtig schönes Meet and Greet sozusagen und wir uns dann alle mal richtig toll kennenlernen können. Nicht nur wir untereinander, auch ihr untereinander. Kann ja auch sein, dass die einen oder anderen aus der gleichen Ecke kommen und sich vielleicht zum Schrauben mal treffen. Das wäre natürlich ein richtig geiles Erlebnis für mich, wenn ich sowas erfahren würde, dass Leute sich treffen aufgrund meiner Videos, dass die sich halt untereinander kennenlernen. Echt geile Sache wäre das. Und danke nochmal wirklich für den ganzen Support in den Kommentaren. Ja, ich genieße es zu lesen, was ihr da so Schönes schreibt. Auch wenn manchmal so Leute so wirklich so extrem arg ins Detail gehen, wo man sich fragt, really, Digga?
Meinst du das jetzt wirklich ernst? Manchmal in den Kommentaren oder irgendwie doch so der ein oder andere so sarkastisch wird. Ich weiß nicht, wenn es dir Spaß macht, tu es. Ich habe ja gesagt, ich will auf sowas nicht eingehen. Und bis jetzt, wie gesagt, ist es halt so, dass ich allen Leuten die Möglichkeit gebe, alles, was sie wollen, in die Kommentare zu schreiben, aber bitte nicht beleidigen. Und in den Videos jetzt, in den letzten, ist es nicht so gewesen. Danke dafür. Deswegen respektiere ich auch alles, was ihr schreibt. Und die Sachen, die mir halt nicht gefallen, die lese ich zwar durch, aber reagiere halt nicht drauf. Gut, ja, viele von euch waren auch der Meinung, dass die Zylinderkopfdichtung nicht kaputt ist, so wie ich, wie gesagt. Und sind immer noch der Meinung, also da waren auch Profis dabei, die bei Opel jahrelang gearbeitet haben und gesagt haben, Jung, glaub mir, mach den Service, die Wartung und alles ist gut. Toll, freut mich, dass die meine Meinung nochmal stärken. Wie gesagt, der CO-Tester wird dann alles nochmal glätten. Und wenn da nichts ist, dann machen wir alles andere fresh. Und der Wagen wird wieder übergeben bzw. angemeldet und wir können mal eine fette Probefahrt machen in einem Cabriolet. Ich bin ehrlich gesagt noch nie in einem Cabriolet gefahren. Ja, zum Thema noch Fantreffen. Da wird ja alles soweit kreiert und gemacht und getan. Und ich habe mich gestern, ihr werdet es nicht glauben, mit einem Obdachlosen unterhalten. Der war auf der Straße da und war total nett zu meinem kleinen Jungen. Hat gesagt, weiß ich nicht, manchmal sind ja so Leute von sich aus so komplett offen. Und der hatte meinen kleinen Jungen gesehen, der guckte ihn so verdutzt an, weil er da so saß an der Straße. Und der Mann sagte zu ihm, älterer Herr, ich tippe mal so Mitte 50, sagte dann zu meinem kleinen Sohnemann, du musst immer auf Mama und Papa hören. Und das gab mir so den Anlass auch, direkt mal dem Mann 5 Euro in die Hand zu drücken, weil ich dachte, dieser Mensch hat wirklich, ist so elendig, ich sag jetzt mal elendig, da nicht elendig, elendig wäre jetzt falsch. Im tiefsten Winter wäre es vielleicht elendig, aber ihm geht es halt schlecht, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu uns und schlechter wahrscheinlich. Und deswegen dachte ich mir, in dieser Situation hat er immer noch so positive Gedanken, meinem Sohn so einen tollen Spruch zu drücken, auf gut Deutsch, auch wenn er es nicht versteht, es geht ja ums Prinzip. Und dann habe ich mich länger mit ihm unterhalten und mich gefragt, wie man solchen Menschen in Dortmund, ne, in Dortmund helfen kann. Und ich hatte schon länger so eine Idee, irgendwie da was zu tun, weil in Dortmund ist es halt so, es gibt nicht so viele Schlafplätze für Obdachlose. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, warum da die Stadt selber nicht für seine Bürger da in der Hinsicht noch eifrig, gibt es bestimmt viele Organisationen, die da helfen, aber mir fehlt da noch ein bisschen was. Und ich glaube, da könnte man noch helfen. Und jetzt klappt es ja mit der Veranstaltung, mit diesem Sommerfest nicht, wo wir unser Fahrzeug ja versteigern. Deswegen habe ich mir doch nochmal überlegt, ob wir back to the rules gehen, dass entweder mir einer ein Angebot macht für das Fahrzeug, wenn es fertig ist natürlich, oder wir das Fahrzeug offiziell versteigern und an diesem Tag, an diesem Treffen auf einer Leinwand vielleicht das so koordinieren, dass die Auktion mitten auf dem Fantreffen abläuft und ich dann irgendwas mit Obdachlosen mache in Dortmund, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, aber dann auch regelmäßig, ne? Also ich will da schon dranbleiben, nicht nur eine Sache, sondern dass wir regelmäßig da mit dem Geld was Gutes für die Obdachlosen tun, weil ich habe mich so auch mit einigen Themen beschäftigt, wo es um Kita geht und so. Und ganz ehrlich, Freunde, so mit Spielsachen und so macht man so eine Organisation kaum noch glücklich, weil die haben en masse, muss ich echt zugeben, die haben en masse. Und oder auch Schaukeln oder so, das brauchen die alles gar nicht, die brauchen Bargeld. Und da war mir so der Gedanke, oder Geld generell, wisst ihr, das ist so komisch, wenn man einfach Geld irgendwo hinüberweist und man hat nichts so getan. Gut, man hat das Geld über mich hinwiesen, aber ich hätte lieber so was draus gemacht, wisst ihr? Dass ich irgendwo sagen kann, hey, guck mal, das Ding steht wegen mir jetzt hier oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir damit ja mit den Obdachlosen, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Bedarf. Und dass wir da einfach nochmal was organisieren. Wenn ihr nochmal Ideen habt, hier aus dem Bereich NRW, bitte lasst es mich wissen, wenn da irgendwas ist, wo ich helfen kann oder wo das Geld wirklich gebraucht wird. Ja, das zu diesem Thema. Schraubervideos, ab morgen geht es wieder mit einem Extrem-Schraubervideo los. Am Sonntag gehen wir es ein bisschen chilliger an auf der Eröffnung. Da wird schön gegessen und Kaffee getrunken. Ja, und am Montag geht die ganze Plage sowieso wieder los. Dann werden wir wahrscheinlich die ganze Sache mit dem Opel und ja, der Audi, die Teile müssen jetzt bestellt werden von dem Audi A3, der Turbo muss bestellt werden, Zahnriemensatz muss bestellt werden, Pumpe, Keilriemen oder Keilrippenriemen, dann die Umlenkrolle davon, ach, das wird ein fettes Video werden, dieser 1,9er, da werden wir auf jeden Fall alles fresh machen. Gut, ja, was soll ich noch sagen? Ich glaube, das war's.
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Freitag. Und das Wetter sieht toll aus. Ich hoffe, ihr unternehmt was mit der Familie. Prösterchen. Ich fahre jetzt nämlich zu Krieger Chip Tuning. Er hat ja seine neuen Lokale, also ein neues Lokal. Was heißt Lokal? Seine neue Location. Und da wollte ich mal vorbeischauen, mal Hallo sagen, ein bisschen mit dem Alexei quatschen. Da werden auch noch Videos kommen. Er hat mittlerweile eine richtig krasse Investition auch in seinen Laden gemacht, in den neuen Räumlichkeiten in Form von einer neuen Messstation. Also er kann jetzt Leistungsmessungen auf dem Rollenprüfstand durchführen. Das wollte ich mir gerne mal persönlich ansehen. Da muss ich noch mit einem Kollegen mich treffen. Da geht es um unser Fantreffen, um die Räumlichkeiten etc. Da muss ja alles organisiert werden, von Essen bis hin zu, keine Ahnung, und ja. Hat halt nicht geklappt mit dem Sommerfest. Es tut mir leid. Aber trotzdem wird es sehr, sehr lohnenswert für euch werden im Punkto Familientreff. Also, dass die Familie auch zusammenkommt. Aber da wird, wie gesagt, alles noch kommen. Und ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Wir sehen uns morgen. Euer Mr. Do It. Bis dann. Ciao.